Sorge das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über Pflege diskutieren. Und ich glaube, man braucht kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass wir perspektivisch viel, viel häufiger hier noch über Pflege diskutieren werden müssen. Und insofern finde ich es immer schade, gerade wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, auch Frau Zimmermann namentlich erwähnt, bei jedem Antrag, der hier kommt, Probleme in der Pflege aufzeigen, die ja durchaus bestehen, aber gleichzeitig immer als Allheilmittel die Vollversicherung bzw. die Bürgerversicherung hier nennen. Und Sie wissen ja auch, dass wir angesichts der demografischen Entwicklung, einerseits freuen wir uns, dass wir immer älter werden, die Lebenserwartung steigt. Mittlerweile jedes zweite Kind, was heutzutage geboren wird, hat eine Lebenserwartung von 100 Jahren oder ungefähr fast 100 Jahren. Und gleichzeitig zu glauben, dass wir in der Pflege, in der ja aufgrund dieser hohen Lebenserwartung auch perspektivisch noch stärkerer Pflegebedarf entstehen wird, könnten wir das, indem wir jede Leistung bezahlen, indem wir Eigenanteile abschmelzen und indem wir auch das Prinzip der Eigenvorsorge überhaupt nicht mehr berücksichtigen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist gerade bei der Diskussion, wie wir Pflege auch zukunftsfest machen können, das Argument nicht von der Hand zu weisen, wie kriegen wir das auch generationengerecht hin. Und bei der Frage der Generationengerechtigkeit haben wir auf der einen Seite die Frage, wie können wir Pflegeleistung, sprich im Sinne eines pflegebedingten Mehraufwandes, so ausgestalten und so finanzieren, dass es für den Einzelnen nicht über Gebühr zu einer Belastung führt. Auf der anderen Seite aber, indem wir diejenigen, die das finanzieren sollen, also die Beitragszahler von heute, nicht über Gebühr beanspruchen, dass sie auch irgendwann sagen, wir können das nicht mehr finanzieren. Und insofern finde ich, ist es der falsche Weg, wenn Sie hier immer suggerieren, man könne das durch ein System der, Sie nennen es ja solidarische Pflegeversicherung, hinbekommen. Weil wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wissen Sie genau, dass das nicht funktionieren wird. Und meine Kolleginnen und Kollegen, es ist ja bereits angeklungen. Wir haben ja bei der Frage, wie die Pflegeversicherung ausgestaltet und auch reformiert werden muss, in der letzten Legislatur sehr, sehr viel getan. Wir haben das Pflegestärkungsgesetz 1 gemacht, wir haben das Pflegestärkungsgesetz 2 gemacht, Pflegestärkungsgesetz 3. Und Sie unterschlagen in der Diskussion auch immer völlig, dass wir damit eine Ausweitung derjenigen, die auch erstmals in den Genuss von Pflegeleistungen gekommen sind, vollzogen haben. Ich erinnere an demenziell Erkrankte, fast 500.000. Und dass wir natürlich auch darauf achten müssen, wie wir das perspektivisch finanziert bekommen. Und wenn Sie dann immer sagen, das ist ja alles kein Problem, wenn alle einbezahlen, kriegen wir das ja hin, dann ist das einfach nicht richtig. Und Frau Zimmermann, weil Sie das ja auch immer gebetsmühlenartig sagen, es wird dadurch nicht besser. Und wenn ich auch bei der Frage Generationengerechtigkeit noch zwei Dinge sagen darf, Sie tun ja immer so, als ob der Pflegevorsorgefonds, der ja genau aus dem Grund im Verfahren von uns geschaffen worden ist, als ob das auch das Allheilmittel sei, indem man die Dinge, die man für die Vorsorge in der Zukunft anspart, heutzutage für Pflegeleistungen mit in die Hand nimmt. Und das wird so nicht funktionieren. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wenn wir darüber weiter diskutieren, wie wir die Pflege auch zukunftsfest machen können, müssen wir natürlich auch berücksichtigen, was wir bereits getan haben. Und der Koalitionsvertrag ist ja angesprochen worden. Die Frage, wie wir auch diese Eigenanteile im Bereich der Pflege so ausgestalten können, dass es nicht zu einer Überforderung des einzelnen Pflegebedürftigen kommt, haben wir ja gesagt, dass wir bei der Höhe auch in Bezug auf die Pflegekostenentwicklung, sprich die Entwicklung bei der Vergütung, diese Kosten entsprechend auch bei den Pflegesachleistungen berücksichtigen wollen, bei der, die Personalentwicklung. Und insofern, denke ich, bringt es hier niemandem etwas, wenn wir auf der einen Seite die Pflegeheimbetreiber, auf der anderen Seite die Pflegebedürftigen derart ausspielen, dass wir sagen, die gestiegenen Kosten resultieren daraus, weil die Politik die Pflegekräfte besser bezahlen will. Und insofern sind wir uns alle einig, wir wollen diese Pflegekräfte besser bezahlen. Wir brauchen mehr Pflegekräfte, wir brauchen mehr Menschen, die sich in dem Bereich engagieren. Und das werden wir nicht dadurch erreichen, indem wir bei jedem Antrag, der hier zur Pflege gestellt wird, unsere Pflege systematisch schlechtreden und so suggerieren, als sei die Pflege in Gänze in Deutschland weder zukunftsfest bzw. menschenunwürdig. Weil das entspricht nicht den Tatsachen. Wir müssen in diesem Bereich
eher die Debatte konstruktiver führen. Und dazu lade ich Sie ein, liebe Kolleginnen und Kollegen, und freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Der letzte Redner in dieser Debatte ist der Kollege.